Ja, hi Leute. Lang ist's her seit dem letzten Unboxing. Aber ich habe mir jetzt nochmal eine neue Art bestellt. Und zwar Homo Deus Melli. Da habe ich euch jetzt erstmal hier dieses Plättchen mitgebracht, um euch ja, afrikanische Lucanidae zu zeigen, die ja doch relativ selten in Zucht sind. Homo Deus so mit als häufigste Arten. In der Gattung Homo Deus gibt es nach aktuellem Stand 3 Arten, manchmal werden auch 4 genannt. Das wären Homo Deus Gladiator, hier links zu sehen. Das Männchen hatte ich auch lebend, das ist schon echt eine gute Größe. Homo Deus Mellii, haben wir hier ein Präparat von einem Männchen auch. Dann gibt es noch Homo Deus Taraniesi, die habe ich jetzt nicht in der Sammlung, sind relativ selten. Und Homo Deus Johnstoni, die aber meiner Meinung nach und auch nach aktuellem Stand eine Unterart von Homo Deus Gladiator sind, dementsprechend Homo Deus Gladiator Johnstoni. Der einzige signifikante Unterschied da ist eigentlich, dass diese ja, dunkelrot-braun gefärbt sind und nicht so orange wie Homo Deus Gladiator. Hier links sehen wir noch zwei, rechts sehen wir noch zwei Prosopocoilus-Arten aus Afrika. Der größte hier ist Prosopocoilus mirabilis. Kommt ziemlich selten und wird, glaube ich, auch momentan nicht mehr wirklich gezüchtet. Und ganz rechts, das ist Prosopocoilus savagei. Die Art wird noch so mit als häufigstes aus Afrika importiert. Wie da die Nachzuchtraten sind, weiß ich leider nicht. Es gibt noch weitere Prosopocoilus-Arten aus Afrika, die gezüchtet werden. Allerdings weiß ich nicht, ob das auch noch in Deutschland der Fall ist. In Frankfurt konnte ich letztes Jahr Prosopocoilus senegalensis filmen und Prosopocoilus antilopa gab es auch mal in Zucht. Prosopocoilus faber sind in Europa momentan, glaube ich, nicht in Zucht und Prosopocoilus umhangi, in Japan zumindest. Also da gibt es einige Arten, aber nur wenige sind in Zucht. Momentan gibt es auch tatsächlich erfolgreiche Zucht von Mesotopus tarandus in Deutschland. Die gehören zu den Allotopini und brauchen spezielles Kinshi. Und da haben wir Mitglieder im Käferforum, die das geschafft haben, diese Art tatsächlich nachzuzüchten. Und ist schon ein ziemlich guter Erfolg. So, okay, genug darüber geredet. Wir holen die Käfer jetzt aus dem Paket, schneide ich mal schnell auf. Es war in den vergangenen Tagen ziemlich warm, die Käfer wurden gestern erst losgeschickt, also sollten noch überlebt haben. Sind noch inaktiv nach Angabe des Züchters, sind Nachzuchten, keine Wildfänge und zwar stammen die Elterntiere aus zwei verschiedenen Blutslinien aus Japan, wurden in Japan nachgezüchtet und da eben zwei verschiedene Blutlinien da miteinander verkreuzt wurden, um jetzt diese Nachzuchten hier hervorzubringen, kann man wieder von einer F1-Generation sprechen. Sprich, da ist erstmal kein Bedarf an frischen Wildfängen nötig, um einen stabilen Zuchtstamm aufrechtzuerhalten. Ich habe auch noch ein kleines extra Kartönchen mit Leichen dazu bekommen. Weiß nicht, was mich da erwartet. Das machen wir aber später erst auf. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die lebendigen Tiere. Hier habe ich dann auch wieder schönes Material für die Präparationsstaffel, die dann Ende des Jahres wahrscheinlich erneut beginnt, die dritte Staffel. Aber bis dahin, wie gesagt, müsst ihr euch erstmal noch etwas länger gedulden. Und hier haben wir jetzt die Käfer drin. Ein Pärchen habe ich bestellt für 25 Euro. Große Tiere, relativ große Tiere. Super Preis eigentlich. Homo Deus kommen
relativ regelmäßig aus Kamerun importen. Dort stammen ja die meisten Importe aus Afrika her. Das hier ist jetzt das Weibchen, ne, mit der typischen Zeichnung für Homoderus mellii Weibchen. Die von Homoderus gladiator sind etwas dunkler orange und haben kein Schwarz auf den Elytren und auch einen orangenen Kopf. Also das ist schon recht agil, ziemlich flott unterwegs. Ja, die Art ist verbreitet in mehreren Ländern Westafrikas, des tropischen Westafrikas. Meistens stammen die Tiere aus den Importen, wie gesagt, aus Kamerun, aber auch in Sierra Leone, der Zentralafrikanischen Republik und dem Kongo kommt diese Art vor, wahrscheinlich auch noch in weiteren Ländern, in Guinea, genau. Aus Guinea stammt auch die Erstbeschreibung von Perry. 1862 wurde die Art von Perry das erste Mal beschrieben mit den Paratypen aus Guinea. Ja, echt flott unterwegs das Weibchen, also dürfte nicht mehr lange dauern, bis sie auch wirklich aktiv sind. Wahrscheinlich sind sie schon aktiv und jetzt durch die Wärme eben. So, und jetzt gucken wir uns das Männchen an. Darauf warten ja die meisten, wahrscheinlich hier im Video. Ja, und der ist dann auch eher inaktiv oder stellt sich gerade zumindest tot. Ich hatte die Art und Homoderus gladiator auch vorher schon mal, aber da hat es mit der Nachzucht nicht geklappt. Das war noch zu meinen züchterischen Anfängen. Und da war das Know-how noch nicht so. Also ich bin zuversichtlich, dass es aber dieses Mal klappt. Na, da seht ihr, der stellt sich quasi tot oder kauert sich zusammen. Der ist noch nicht ganz aktiv wie das Weibchen. Ja, typisch für Homoderus mellii ist diese aufgestellte Stirn. Das was ja sieht fast aus wie eine Schaufel oder wie ein Schild. Und in Extremfällen steht die wirklich rechtwinklig vom Kopf ab bei großen Tieren. Die Art kann bis 55, eventuell sogar bis 60 mm groß werden. Ich habe jetzt leider nichts zum Messen hier, das habe ich tatsächlich vergessen. Ich schätze mal, das Tier hier wird so um die 45 bis 50 mm haben. Ah, jetzt fängt er auch an gut zu krabbeln. ich hole aber jetzt mal kurz was zum Messen und dann schauen wir mal, wie groß das Kerlchen hier ist. Kleinen Moment, bin gleich wieder da. So, muss leider improvisieren. Ich habe meinen Messschieber momentan nicht hier. Also müssen wir erstmal amateurhaft mit diesem Stück Geodreieck versuchen. Deswegen wird das Messergebnis wahrscheinlich auch ziemlich ungenau sein. Am besten wirklich immer mit diesen Messschiebern arbeiten. So, wie groß bist du denn? Der hat, ja, 48 bis 49 mm, also für eine Nachzucht echt eine schöne Größe. Sind eigentlich auch meine Lieblings-Homoderus-Art, durch die schönen Mandibeln und eben diesen coolen Kopfschild. Die Zucht soll auch ziemlich einfach sein, es sind Bakterienfresser, also lassen sich die Larven gut mit Flakesalt aufziehen. Hier seht ihr die Unterseite auch schön gefärbt und typisch für Homoderus diese ganz langen Fühler und geschwungenen Fühler. Das erste Glied ist extrem lang, erinnert ein bisschen an die Fühler von Cyclomatus. Als Tipp habe ich dazu bekommen, dass die Weibchen Eichenstämme bevorzugen, die schon in Richtung Härtegrad weich gehen. Also mittelhart bis weiche, weißfaule Eichenholzstämme. Zur Eiablage, das sind Stammleger, kann man auch immer ganz gut sehen. Ich hole das Weibchen mal gerade dazu, wie man Substrat und Stammleger relativ sicher voneinander unterscheiden kann, was natürlich auch Ausnahmen gibt es immer. Ne?
Die Weibchen von Stammlegern haben für gewöhnlich sehr schmale, aber dafür sehr spitze und scharfe Mandibeln, wie das hier der Fall ist. Bei Substratlegern wie zum Beispiel Odontolabis oder Lucanus haben die Weibchen deutlich breitere und nicht ganz so spitze Mandibeln. Phalacrognathus müller-i Weibchen haben zum Beispiel auch ziemlich breite, aber sind sowohl Stamm- als auch Substratleger. Also es gibt da immer Ausnahmen, aber in der Regel trifft das meistens zu, dass wenn die Mandibeln der Weibchen so spießartig sind, also schmal, spitz, scharf, sind es meistens Stammleger. Und allerdings, wenn man sich bei dieser Art nicht sicher ist, falls man vielleicht irgendeinen Neuimport hat, der vorher noch nicht gezüchtet wurde, sollte man immer beides anbieten, um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann sieht man ja, wo bevorzugt die Eier gelegt werden. Ja, das ist dann hier ein schönes, kleines, süßes Pärchen. Das heißt klein, eigentlich eine gute Größe für Nachzuchten. Von Homoderus mellii. Die Einrichtung der Box gibt es natürlich dann auch in einem extra Video. Wird sich nicht großartig von der Einrichtung für Dorcas-Boxen unterscheiden. Jetzt sind sie aber echt flott unterwegs hier. Aber trotzdem mache ich euch dafür noch ein Video. Das kommt dann demnächst, in den nächsten Tagen, Wochen. Mal schauen, wie schnell ich mit dem Schnitt bin. Kommt nämlich auch so noch einiges. Die Box ist natürlich schon vorbereitet und da kommen die Käfer dann jetzt gleich rein. Paarung werde ich unter Aufsicht machen. Ich weiß nicht, wie aggressiv die Männchen sind. Ich glaube, es geht einigermaßen, dass das Weibchen nicht großartig gefährdet ist durch das Männchen, aber trotzdem mache ich das lieber unter Aufsicht. Und dann gucken wir jetzt mal nach dem zweiten Teil des Pakets, nämlich ein paar gesponserten Leichen. Käferleichen. Die packen wir jetzt nochmal schnell weg hier, die beiden. Und wie gesagt, das Video zur Einrichtung der Box kommt dann in Kürze. Und dann gucken wir jetzt mal hier nach. Und schauen mal, was da so dabei ist. Hier fliegen schon einige Tarsen durch die Gegend. Ist natürlich nicht zu vermeiden, wenn man schon sehr stark ausgetrocknete Zuchtkäfer in so ein Kartönchen packt. Und da sind auch schon Puppen von irgendwelchen Sammlungsschädlingen dran, aber das kommt eh erstmal in Quarantäne. Es kommt nicht einfach so direkt unter die Nadel oder in die Kästen. Alles wird erstmal eingefroren und da schaut uns direkt ein wunderschöner Cetonischema Juscelini oder Speciosa Juscelini an. Sehr begehrte Art, aber relativ selten zu kriegen. Ups, ja. Ja, leider hier auch schon alle bis auf eine Tarse ab, aber wie gesagt, die Käfer sind gesponsert, es sind Zuchttiere. Da kann man drüber hinwegsehen, ne? Ich habe die geschenkt bekommen, da beschwere ich mich jetzt nicht über fehlende Körperteile, wie jetzt zum Beispiel den Kopf von diesem Mecynorhina torquata ugandensis. Da kann man drüber hinwegsehen. Hier ein Weibchen von Phalacrognathus müller-i, wie ich eben schon sagte, ne? Mit den relativ breiten Mandibeln. Daher auch Substratleger, aber sie legen auch in Stämme. Da haben wir ein Trypoxylus dichotoma Männchen. Hier ist was ziemlich Dickes. Da gehe ich mal von einem Megasoma-Weibchen oder eventuell Dynastis-Weibchen aus. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das hier sieht nach einem Strategus-Weibchen oder so aus, durch den pelzigen Hintern. Dynastien sind nicht mein Fachgebiet, da werde ich mich erkundigen müssen, was das genau ist. Das sieht eher nach Dynastis aus. Ja, das sind Dynastis-Herkules-Weibchen.
Hier ein kleines Männchen von Dynastis Grandi oder Dynastis Titius, ich glaube eher Grandi. Schön, da ist auch noch relativ viel dran. hier ein weiteres Dynastis Herkules Weibchen. Was haben wir denn hier? Das sieht nach dem Unterkörper eines Odontolabes aus. Da müssen wir gleich mal puzzeln, wo der Rest ist. Hier ist zumindest schon mal das Pronotum. Was wird das für einer sein? Hier noch mehr Tripoxylus. Hier ein kleiner Xylotrupus. Ein Männchen von Phalacognathus müllerii. Mit Supergreen gehen, wie es scheint. So, hier ein kleines Männchen von Dynastis Herkules. Dann noch ein paar Rosenkäfer. Hier ist, glaube ich, der Kopf vom Odontolabis. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das tatsächlich ein kleines Männchen von Odontolabis Burmeisteri. Diese Art hat mir noch gefehlt. Es ist natürlich jetzt eine ziemlich schlechte Verfassung dieses Tiers, aber Odontolabis Burmeisteri war ein absoluter Wunsch von mir. Deswegen ist es mir egal, wenn da jetzt Beine fehlen. Diese Art hat mir noch für meine Odontolabis-Sammlung gefehlt. Hier ist der Kopf vom Mecynurina von eben. Hier noch eine Neolucanus-Art. Muss ich auch alles nachfragen, welche das genau sind. Hier fehlt auch nur ein Prätarsus, also ist noch gute Qualität. Okay, und der Fühler. das sieht nach einem Dorkus-Weibchen aus. Hier sind noch weitere Mecynurina. Noch ein kleiner Xylotrupus. Hier ein Weibchen von dem Dynastis Grandi. Das wird irgendeine Oryctini-Art sein, glaube ich. Oder ein Xylotrupus Weibchen. So, was haben wir denn hier? Das sieht mir auch nach einem kleinen Neolucanus aus. Oder? Was ist das? Kann ich nicht sagen. Nee, Neolucanus ist es nicht. Kann ich echt nicht einordnen gerade. Dorkus oder Prosopoulos vielleicht. Ne? Ständig scharf. Irgendwie was in die Richtung. Hier noch wahrscheinlich das Weibchen von Odontolabis Burmeisteri. Wenn wir den Kopf finden, wissen wir es. Das sieht nach Dicronorina aus. Das ist, glaube ich, Xylotrupus pubescens. Sieht man an den Haaren. Das müsste Xylotrupus pubescens sein, ja. Was haben wir hier noch? Dann Oedicella gralli. Welche Unterart kann ich nicht genau sagen. Das müsste ein Cyprolaris aurata-Weibchen sein. Noch mehr Gralli. Ein Weibchen von Gralli. Das hier sieht nach dem Hinterteil eines Lucaniden-Weibchens aus. Hier ist der Kopf vom Odontolabis-Weibchen. Ich tippe auf Burmeisteri. Dann habe ich die jetzt auch endlich in der Sammlung, auch wenn nicht A1, aber egal. A1-Exemplare sind bei dem Burmeisteri echt ziemlich, ziemlich teuer. Von daher habe ich es jetzt geschenkt bekommen und dann beschwere ich mich nicht über fehlende Körperteile. So, hier ist noch ein Körperteil drin. Hier
dazu? Nee, gehört nicht dazu. Würde ich mal sagen. Nee, das passt nicht. Wahrscheinlich dann hierzu. Schon eher. Ja, ist aber kein Lucanus. Ja, schwierig zu sagen, was da jetzt wozu gehört. Naja, okay. Ja, also eine gute Sammlung an Leichen dazu bekommen. Auch das ein oder andere Schätzchen dabei, wie zum Beispiel hier diese Odontolabis burmeisteri oder der Xylotropus pubescens. Ja, vielen Dank nochmal dafür. Ja, dann sehen wir uns, denke ich mal, spätestens bei der Einrichtung der Box für die Homoderus. Bis dahin könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Video hier haltet. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert, wenn nicht schon passiert. Wir sehen uns in der nächsten Zeit wieder mit einigen weiteren Videos. Bis dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.